Das klingt traurig. Nun, wir dienen beim Wächterbund freiwillig. Weil wir sind die Einzigen, die die Menschen, die Gnome beschützen, wenn sie es nicht können. Also hast du was Gutes getan und dabei dein Fell verloren. Genau. Ich komme auf dich zu, lässt die Ohren ein bisschen hängen und kraut dir den Nacken. Das ist traurig. Aber das ist trotzdem in Ordnung. Du hast es ja für was Gutes gemacht. Ja. Eure Worte hallen durch den Tunnel und ihr seid jetzt schon wieder, ja, ein Stückchen unterwegs und kommt wieder am Riss an, den ihr mit einem geschickten Sprung und Probleme überqueren könnt. Ja, ich schaue noch mal ein bisschen mit Unbehagen nach oben, ob sich da irgendwas verändert hat. Oder ob alles so ist, wie wir es damals verlassen hatten. Du siehst dort oben keine Fallen. Unter dir hörst du immer noch das Plätschern. Also gut, mit einem Kundschafter, der dort in der Dunkelheit sehen kann, und einem Zwerg an unserer Seite kann uns eigentlich wenig passieren. Und wir haben diese riesige Spinne besiegt, also wenn alles gut geht, dann haben wir die größten Schwierigkeiten schon überwunden. Aber es kann trotzdem sein, dass das, was die Zwerge hier herausgetrieben hat, immer noch dort ist. Wir dürfen also nicht leichtsinnig daran gehen. Hatten die Rattlinge nicht gesagt, dass da noch Schlimmeres lauert, außer Spinnen? Aber die Frage ist ja, was Rattlinge als schlimm empfinden. Ich Oder? sage nur, dass wir auf der Hut sein müssen. Ich meine, Geiras hat auch Angst vor Bären und guckt dir Bari an. Sie ist ganz lieb. Manchmal. Ich habe keine Angst, ich habe nur Respekt für ihn. Wie gesagt, auch das ist eine Geschichte voller Leid, Schmerz. Ich habe schon viel Schmerz mitbekommen. Es erscheint mir in letzter Zeit so, dass alle eure Geschichten voller Leid und Schmerz sind. Ja, ich verstecke mich aber auch nicht in einer Taverne unter dem Tisch, wenn es zu einer Schlägerei kommt. Ich meine, im Gegensatz zu euch roch ich danach nicht nach Nazemvark. Gut, ich bin kein Vark und rieche auch, wenn ich nass bin, nicht nach Nazemvark, aber darum geht es nicht. Ich war nicht nass. Ihr riecht auch nicht nach Nazemvark, ihr habt ja kein Fell mehr. Das war aber nicht besonders nett. Geh mal hin und hau dir auf den Hinterkopf. Au! Du hast doch gehört, dass die Geschichte sehr traurig ist. Also, Ruhe jetzt. Wir sollten das, was dort unten lauert, nicht weg. Gehen wir. Dann ganz, ganz leise. Aber In der warum sollen wir Stille. es nicht wecken? Wenn wir es wecken, können wir es bekämpfen. Und Glaub, dann mit Stille wird das hier nichts. haben die nichts mehr dafür. Also die Rattlinge, dann haben sie keine Probleme mehr mit was auch immer da unten ist. Glaube nicht, dass sie Probleme haben mit dem, was dort unten ist. Und ich glaube, das, was dort unten ist, wenn dort unten etwas ist, hat auch keine Probleme mit allem, was hier oben ist. Es wollte vermutlich nur die Zwerge nicht, weil sie sich dort unten haben. Oder sie haben sich alle dort gesoffen. Die Möglichkeit besteht. Aber jeder, der hier nach uns hinkommt, der hat ja dann das Problem, oder nicht? Warum sollte denn nach uns noch jemand hierher kommen? Weil jemand der Geschichte glaubt, die wir gehört haben? Nun, wie auch immer, Rala, wenn ihr nicht vorgehen wollt, ich würde meine Janja vorschicken. Sie hat Ich gute habe keine Augen. Angst. Ich kann schon gehen. Wow, quetscht sich extra an dir vorbei. Lässt man ja nicht auf sich sitzen und dann, ja. Geh ich doch mal. Mutig schreitest du voran und ja, der Gang. Also es zieht sich, es ist wirklich lang und zwischendurch ist Bodo auch immer mal wieder mit den Runen in den Wänden beschäftigt.
Es vergeht Zeit und ihr seid euch sicher, dass es mittlerweile schon Nachmittag ist, früher Abend, als Bodo sehr begeistert an einer Rune stehen bleibt. Hier, hier, das kann ich mir bald sein. Hier, hört, hört. Schwester, Bruder, Freund der Zwerge, deine Flucht hat nun ein Ende. Durch freier Wesen, tüchtiger Hände, entsteht ein Heim unter den Bergen. Flieh nicht weiter in die Ferne, tritt ein in die Festung der tausend Sterne. Ist das der Name der Heimstatt hier? So scheint es. Öffnet sich der Gang vor uns? Die Fackeln reichen jetzt nicht so weit, auch der Lichtzauber hilft nicht so weit. Also du hast das Gefühl, dass der Luftzug stärker wird. Vielleicht sind hier unten ja in Wahrheit noch jede Menge Zwerge. Und wir werden gleich mit einem Ferro und Westmal willkommen geheißen. Eure Zuversicht möchte ich gerne haben. Diese Rune ist zumindest nichts Schlechtes. Nichts Schlechtes? Los, los! Wenn es hier wirklich eine verschollene Zwergenfestung gibt, das ist eine Sensation! Sag, Bodo, wenn ihr Zwerge eine Stadt verlasst und auszieht, zerstört oder macht ihr die Runen wieder neu, sodass sie, wenn ihr denn die Zeit habt, von den aktuellen Sachen sprechen, oder werden solche Runen dann nie wieder verändert? Warum sollten wir Runen verändern? Zeitlose Schönheit, der Künstler, der sie gemeißelt hat, würde sich brav umgehen, wenn sie Kunst zerstören oder verändern. Ja, ist Bodo, daneben noch irgendwo Platz auf der Wand? Auf der Felswand? Da ist massig Platz, das ist ein unglaublich langer Tunnel hier. Dann fängt Rala mal an, mit einer ihrer Krallen auch was Lustiges an die Wand zu malen. Der Zwerg ist sprachlos. Stellt sich dann so hin, dass du auf keinen Fall in der Nähe der Runen kommst. Aber du kannst dich hier gerne verewigen. Damit jeder weiß, dass wir auch schon hier waren. Genau, schreibt drauf, Rada und Gadas waren hier. Hoffentlich ist es nicht die letzte Nachricht, die wir irgendwo hinterlassen. Nein, ich kann auch noch mehr malen. Mach dir keine Sorgen. Los, hört auf, hier die Ruhm zu beschädigen. Weiter, weiter! Gemach, Meister Zwerg, gemach. Wir wissen nicht, was hinter der nächsten Ecke lauert. Hier gibt es doch keine Ecken. Wir sind schon nah am Ziel, sonst würde der Spruch hier nicht stehen. Ecken warten immer da, wo man sie am wenigsten erwartet. Er grummelt ein bisschen, aber lässt sich von dir beschwichtigen. Ich wüsste gern, wie schön das aussieht, was ich male. Was würfel ich denn da drauf? Edelhandwerk. Einigen wir uns darauf, dass es echt wie eine Kinderzeichnung aussieht. Oh, na gut. Ja, dann sieht das wahrscheinlich aus wie ein ziemlich dickes Strichmännchen. Und ja, mit drei andere Strichmännchen mit Wolfsschnauze und ein Strichmännchen ohne Wolfsschnauze. Und zwei behaarte Etwasse, die irgendwie wahrscheinlich Tiere darstellen sollen. Und dann noch Rala reingeritzt und der Name ist falsch geschrieben. Ja, genau. Ja, strahlt. Fertig. Wunderschön. Gehen wir lieber weiter, bevor dem guten Bodo gleich noch die Ader in seiner Stirn dort platzt. Es sind ungefähr noch 50 Meter, die ihr weit kommt, dann endet der Tunnel in einer riesigen Kaverne. Wow. Vor euch liegt ein unterirdischer See. Das Licht der untergehenden Sonne dringt durch die Decke der Höhle und wird vom Wasser reflektiert. Von dort trifft es auf Quarztaschen, die hier in den Wänden sind, die rosa und weiß funkeln, die
optische Täuschung ist ziemlich gut. Für einen Moment lang glaubt ihr, den Nachthimmel zu sehen. Bodo ist wieder mal sprachlos und ihr seht eine Träne in seinem Bart runterkullern. Ich setze mich auch mal auf diese Brücke und lasse meine Beine so ein bisschen runterbaumeln und schaue dann in Richtung des Sternenhimmels und mir die Kaverne an. Bei allen guten Geistern. Das Volk unseres Bodos hier hatte wirklich Talent. Respekt. Und Durchrechtevermögen. Wenn ich mir die Zwerge in der Taverne ansehe, die uns schlagen wollten, dann denke ich mir nur, euer Volk ist einfach lächerlich, aber wenn ich so etwas sehe, dann tiefer Respekt. Das war ja schon hier, das war ja alles schon hier, aber nur mein Volk versteht es, die Natur, wie sie ist, zu nehmen und mit ihrer Schönheit, ihren eigenen Bauten nur zu verbessern. Schaut dort hinten, das auf der anderen Seite des Sees, das sieht, ja, das sieht nach einer Festung aus. Eine Festung. Ja, du sagtest ja, du möchtest dich umgucken und du kannst in der Tat ganz weit hinten auf der anderen Seite des Sees ein Gebäude erkennen, das ja so halb in der Wand verschwindet, eher in die Wand gemeißelt als dann vorgebaut. Unter dir siehst du, wodurch der See gespeist wird. Unter euch läuft ein kleiner Bach in den See rein. Und du siehst natürlich auf der Mitte des Sees die Insel und ja, die Brücke sind zwei Brücken, die die Insel verbinden mit eurer Seite und auf der anderen Seite mit der Festung. Und auf dieser Insel seht ihr eine Statue stehen. Ja, mir macht ein Licht aus. Aber natürlich. Klack, Licht aus. Ich möchte mir mal, auch jetzt gerade im Dunkeln, den Pseudo-Sternenhimmel ein wenig betrachten. Erkennt man dort wirklich existierende Muster oder ist das nur zufällig angeordnet? Das sieht eher zufällig angeordnet aus. Kennt sich ja mit der Natur gut genug aus. Das sind natürliche Quarztaschen, die in solchen Bergen halt vorkommen. Aber die hat man nicht da oben eingearbeitet, um irgendwie Nein. Den Himmel nachzuahmen, ja. Nein, du hast das Gefühl, dass die Höhle schon vorher gab und einfach nur gefunden wurde. Was ist das denn für eine Figur dort vorne? Die sieht von hier aus nicht aus wie ein Zwerg. Rala, ihr habt doch gute Augen. Könnt ihr was erkennen? Ja, kann ich was erkennen? Ja, wenn du auf die Brücke guckst, da drüben auf der Insel, da steht halt so eine Figur, die ist 6 Meter, also überragt dich deutlich. Sieht ziemlich massiv aus. Aber ist noch zu weit weg, um genaueres zu erkennen. Da ist eine Figur und die ist ganz schön groß. Mehr sehe ich auch nicht. Also gut, wenn wir uns jetzt rüber bewegen auf dieser Brücke, dann sind wir von dort drüben auf alle Fälle zu sehen, gerade wenn wir von dem Sternenhimmel angeschieden werden. Und ich bin mir nicht ganz sicher, was in der Mitte dieser Brücke auf uns wartet, aber wenn wir uns dort rüber bewegen, seien wir vorsichtig. Vielleicht sollte Bodo erstmal hier bleiben, sonst kracht die Brücke noch zusammen. Was? Das ist bestes Zwergenwerk? Es war vielleicht zu seiner Zeit mein bestes Zwergewerk. Mittlerweile könnte es weniger sein als ein wenig Geröll, das gerade noch so zusammenhält. Bodo brummelt sich was in seinem Bart. Setzt euch einfach hier hin und esst ein bisschen Schokolade. Und wenn wir drüben auf der anderen Seite sind, also in der Mitte, dann könnt ihr nachkommen. Ja, Bodo sucht in seinem Rucksack nach Naschwerk. Bevor wir gehen, möchte ich mir von ihm ein Stückchen Schokolade abschnauben. Ja, guck dich ein bisschen grummelig an, teilt aber dann doch mit dir. Du bekommst einen kleinen Hupferl, eine Zwergenpraline, die
durch ihre lange Haltbarkeit besticht, ist mit einer Nuss gefüllt. Was ist das? 50 Jahre alte Schokolade. Ist das Ding etwa so groß wie mein Daumen? Ein bisschen kleiner. Die wurde wahrscheinlich von Bodos Großmutter angefertigt. Ich muss ja sagen, Herr Zwerg, Schmiedekunst dient nur her, aber euer Erfolg versteht etwas vom Backen. Bald bist du auch so kugelrund. Vielleicht. Dann setze ich mich in einem großen Turm zur Ruhe und bin in ein Magier, der nie vor die Tür tritt. Ach, was ein Leben. Das wäre doch total langweilig. Vielleicht, aber auch sicher und komfortabel. Stellt euch nur vor, die Teppiche und das sanft prasselnde Feuer in jedem Du Raum. Bist ein Angsthase. Mit dem Angsthase, ich möchte meinen sanften Fall kanalisieren. Ja, du kanalisierst deinen Zauber. Passt, ich möchte ihn verstärken. Gut. Alles klar. Nun, wenn ihr mich fragt, lasst uns sehen, was in der Mitte dieser Brücke auf uns wartet. Vorbei müssen wir sowieso. Vielleicht sollte Gairas vorgehen, weil wenn die Brücke ihn aushält, dann hält sie uns auch alle aus. Das ist eine gute Idee. So machen wir es. Ja, Zweihänder wird wieder nach hinten gesteckt und Kampfstab nach vorne geholt. Und dann marschiere ich mit festem Schritt über die Brücke. Ja. Kannst dich gerne auf der Brücke weiter vorn positionieren. Ihr kommt näher an das Wesen ran, könnt es jetzt auch ein bisschen besser erkennen. Ja, die Sonne dort oben, sie lässt langsam an Kraft nach und verschwindet hinterm Horizont. Es wird ein bisschen dunkler in der Höhle. Aber dafür macht sich der Splittermond zu seinem Rundlauf über das Firmament und ja, so ganz dunkel ist es noch nicht. Wenn ihr näher rankommt, dann dürft ihr gerne mal entweder einer arkane Kunde gegen die 15 würfeln oder einer Handwerksprobe gegen die 15. Eine Handwerksprobe? Ja, arkane Kunde oder Handwerk. Boah. Rala kann ja was. Ich ja. kann überhaupt nix. Was? Ist jetzt Mod mal so überrascht? 20? Was? Nein. Nee, Mod 20, Entschuldigung, habe ich, ich wollte eben 15 wollte ich eintragen. 17 hatte ich dann also gewürfelt. Also knapp gelungen. Entschuldigung, mhm. sogar 27 gewürfelt, oder? Nee, doch nee. Nicht. Minus 20 sind 17. Ich wollte gerade sagen, das muss irgendwas Falsches sein. Okay, wir haben eine gelungene Handwerk und wir haben eine arkane Kunde mit 3. Ja. Also Rala, sowas hast du in Mertalischen Städtebund schon mal gesehen. Das, was da vor dir steht auf der Insel, ist ein sogenanntes Konstrukt. Das ist sowas wie magisch erschaffene Wesen. Die werden als Arbeiter benutzt, als Nimmermüde. Ja, sind sehr, sehr widerstandsfähig und zäh und gerade hier in Mertalien auch recht beliebt. Die arkane Kunde. Du erkennst, dass auf diesem Wesen einige Runen sich befinden, die in den Torso und die Gliedmaßen eingearbeitet wurden. Du findest die gleichen Runen unten auf der Insel wieder. Rund um die Insel herum sind ebenfalls Runen in den Stein gemeißelt. Und du kannst erkennen, dass das nicht irgendwelche Runen sind, sondern dass das Zauberrunen sind. Du entdeckst dort einen Windschildzauber, du entdeckst Heilzauber, du entdeckst Steinhautzauber. Also, da scheint irgendwie Magie mit der Insel und den Wesen verbunden zu sein. Du bist dir
nicht ganz sicher, ob das gerade aktiv ist, aber es sieht faszinierend aus. Jemand hat sehr viel Magie hier hineingeworben. Wird sowas heutzutage immer noch gebaut? Ja, wird es, aber nicht mehr so gut wie damals zu Zeiten der Drachen. Ne? Das sind nur noch schwache Kopien. Ich fahre mit der Hand mal über die Runen, die sich hier so auf, naja, auf handerreichbarer Höhe finden. Geh einmal außenrum. Möchtest wo deine Hand anlegen? Auf den Runen, direkt einmal drüber. Also ich würde gerne verhindern, dass irgendjemand diese Insel betritt, sondern dass man sich nur da, wo die Brücke mit der Insel verbunden ist, dass man sich bis dahin bewegt. Und wenn jetzt Jamir nach vorne treten möchte, um die Runen zu berühren, dann wird mein Stab dich aufhalten. Was soll das denn? Nur gucke, wir müssen da ja wohl hinüber. Nun gut, lasst mich auch einmal sehen. Ihr habt vermutlich recht. Ich tue dann wieder einen halben Schritt zurück. Sind auch Runen in den Boden eingelassen, nehme ich an? In die Insel? Ja. Also da nicht nur hier außen, sondern auch direkt in den Boden. Du siehst außen um die Insel tatsächlich so eine kleine Runenschrift. Wie ein Ring um die Insel herum. Ich überlege gerade, ob wir hier runterklettern und die Insel selbst ignorieren und dann auf der Außenseite entlang klettern. Ich glaube, ich möchte erstmal einen Magieschutz kanalisieren. Nur so für den Fall. Also nicht, dass das Konstrukt uns irgendwie, naja, gefährlich werden könnte. Sie sind sehr zäh und sie können sehr lange irgendwo existieren. Gewöhnlich sind sie aber nicht dafür gemacht, Andringlinge so breit zu hauen. Kann ich auf der gegenüberliegenden Seite an den Fenstern der Burg irgendwas erkennen? Nein, noch zu weit weg. Also auch keine Lichter, die da brennen oder Rauch? Nein, gar nichts. Ja, ihr steht vor der Insel. Ich habe euch dort mal eine Tickleistenkarte bereitgestellt, auf der ihr euch gerne positionieren könnt. Wir kommen von unten und genau. Genau, mach mal Steuerung F, damit auch Scuffy dann ihr Token rüberziehen kann. Steuerung F? Was denn? Ja, das ist das nicht? Dass Scuffy weiß, wo wir sind. Ah, okay. Da? Maus-Schwierigkeiten. Danke, Frosty. Ach, sie hat ja nur ein Touchpad, ja. Deswegen sagt die Steuerung F und ihr so ein bisschen helfen. Ja, wir hatten auch noch Tiertokens, oder? Ich hätte jetzt auch mal nach die Hygiene Bären gucken hatten wir, können. Aber den Bär noch nicht. Also die Hygiene brauchen wir nicht unbedingt. So, wenn ihr sagt, also, die Tiere warten gerade hinten bei Bodo, ist mir das auch recht. Ja, Bari wird auf jeden Fall auf Bodo aufpassen müssen. Man hat mich ja am Weitergehen gehindert. Ich knie mich also erstmal hin, möchte hier jetzt mit den Fingerspitzen mal diese Runenschrift abfahren. Mal schauen, ob ich mal irgendwie spüren kann, ob da noch ein gewisses Maß an Magie drin ist oder ob die alle tot sind. Hört doch bitte auf, euch hier drüber zu ziehen. Wenn ihr es messen wollt, macht das mit dem Messtool. Danke. Ja, wenn du mit dem Finger über die Runen gehst, du siehst, dass die eine Art Perimeter um die Insel bilden. Magie? Ja, irgendwie ganz schwächlich gerade. Drei Erfolge. Du hast das Gefühl, die Magie wird gerade ein bisschen stärker. Oh, nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Was ist denn? Nicht gut? Es scheint sich ein wenig zu stärken. Ich weiß nicht woher. Vielleicht von uns? Möglich. Das ist aktiviert. Was stärkt sich? Wenn ich es aktiviert hätte, würdet ihr es merken. Und zumindest der Schutzkreis hier außen herum. Ich weiß nicht, vielleicht löst er etwas aus, wenn man drüber dreht. Da hat Carlos, glaube ich, ganz gut beobachtet. Was tun? Einerseits möchte ich durchaus herausfinden, was genau diese Runen tun. Und andererseits... Steht es nicht auf meiner Liste, für heute von einem riesengroßen Felskoloss zermatscht zu werden. Also, du hast doch gesagt, der tut nichts. Wir sollten es nicht zerstören, egal was wir tun.
Auch wenn es uns angreift. Aber wir sind doch auch viel schneller. Ich meine, warum laufen wir nicht einfach dran vorbei? Weil er längere Beine hat als wir. Aber er ist aus Stein. Das macht, glaube ich, wenig. Außerdem denkt dran, dass der dicke Bodo auch noch herüber muss. Also je genauer du die Runen studierst, die scheinen wirklich einen Perimeter zu bilden und du bist dir nicht sicher, aber du glaubst nicht, dass das Wesen die Insel verlassen kann. Also selbst, das würde ja heißen, selbst wenn wir... Vielleicht soll es nicht uns draußen halten, sondern es drinnen. Aber ich würde mal versuchen, dran vorbeizulaufen. Bleib dir doch. Ich möchte sie am Kragen fallen. Okay. Warum tut ihr so etwas? Du möchtest vorbeilaufen und wirst, als du gerade einen Fuß auf die Insel gesetzt hast, am Kragen gepackt von eurem guten Geiras, der darauf geachtet hat, dass Yamir keinen Blödsinn macht und eine Sekunde zu spät kommt. Und just in dem Moment, als du deinen Fuß auf die Insel setzt, siehst du, wie der Kopf des Konstrukts herumruckt in deine Richtung. Und kaum, dass sich Geirat zurückzieht, erstarrt das Wesen wieder. Tut das niemals wieder! Also gut. Aber jetzt haben wir gesehen, was passiert. Das ist zumindest interessant. Ich finde es wirklich interessant. Ich schlage aber vor, dass wir aus den Herum gehen und es eines anderen Tages einmal einer genauen Untersuchung durchziehen. Ja? Yamir, Rala, ihr beide auf der linken Seite, Nasag, du auf der rechten Seite. Ich werde als erstes diesen Kreis durchschreiten und es versuchen anzulocken. Ich hatte gehofft, wir könnten uns einfach drum herum zaubern. Wo ist links? Nasag, du versuchst auf der anderen Seite dann zu übernehmen, damit ich auch überkommen kann. Ich hoffe, dass wenn ich den Kreis als erstes betrete, dass ich derjenige bin, der angegriffen wird. Und ansonsten weiß ich rennen. Wie er befehlt, aber Yamir, ihr sagtet, die Runen dort unten sind denen auf diesem Wesen ähnlich. Das ist richtig. Ich könnte auch versuchen, einen Fels auf es zu werfen. Und was genau soll das bringen? Wenn ich den Fels rechts neben es werfe, vielleicht läuft es dem Fels nach und wir können alle vorbei. Der Fels lebt nicht. Aber es ist aus Stein und der Fels ist auch aus Stein. Aber es aktiviert die Runen nicht. Aber das wissen wir doch gar nicht, wenn es auf Bewegung reagiert. Ich nehme ein Geldstück aus der Tasche und werfe es in den Kreis. Nichts passiert. Seht ihr? Also, Nasauk, du kümmerst dich um Bodo, zieh ihn am besten mit. Ich hoffe, das funktioniert. Funktioniert nie im Leben. Wollen wir Bodo nicht lieber hier lassen? Wir können Bodo nicht hier lassen. Er kann sowieso nicht kämpfen. Wir brauchen ihn trotzdem als Führer auf der anderen Seite. Na gut. Gut, seid ihr bereit? Nein. Drei, zwei, links? Und dann trete ich herüber auf den Kreis.